sind eine ganz normale Familie. Mit einer nicht ganz normalen Abenteuerlust. Wenn ich wir sage, dann meine ich Elisa, Lotta und Hannes, Jan, unseren Defender Hugo, das Pony Josie und Sella. Schauen wir doch mal gemeinsam, was wir so erlebt haben. Unseren ersten Stopp in Ungarn zu eben verlassen haben. Wir waren am Plattensee. Haben wir uns jetzt als nächstes Ziel die Stadt Győr ausgesucht. Das ist eine wunderschöne alte Stadt. Und hier werden wir eine Nacht verbringen. Wir haben einmal so einen Wildcampingspot gesehen, bei Park 4 Night, glaube ich. Ne? Mhm. Und einmal noch einen Campingplatz rausgesucht, falls das irgendwie nichts ist. Mama? Ja? Ja. Wohin gehen wir? Wir gehen jetzt in Győr. Always. Am I, 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 am I
am See. Also Mama, was machst du? Dachboot aufbauen. Okay. Papa? Papa bekämpft Mücken. Aha. Und Zella genießt die Natur. Genau. Auf jeden Fall ist dieser Platz hier sehr schön am See. Soll ich da mal Holz sammeln und Steine für die Schlange machen? Ja, aber dann auch Steine, ne? Steine haben wir da hinten, da ist schon ein Feuerzeug. So, ja, okay, dann sammle ich die auch noch ein, ja? Ja. Okay. Da hat sie mal Lagerfeuer gemacht. So. Soll ich dir zeigen? Komm mit. Da, guck. Da. Okay. Und da ist ein... Ja, da ist irgendwie kaputt. Müssen wir leider einmal kurz die Zella verbinden, weil die ist Volker Racho in einen Stock mit einer ziemlich scharfen Kante. Spitze gelaufen. Ne? Vom Hannes. Mhm. Der längste Stock der Welt. Hier ein langer Stock, der war abgebrochen. Und die abgebrochene Kante hat die Zella es geschafft, in ihrem Wir rasen mal wieder einfach um die Welt-Geschichte voll da reinzurennen. Und dann ist der Stock in den Tisch geflogen, dann ist der Tisch noch durch die Gegend geflogen. Also das war alles ganz schön spektakulär, aber die hatten ziemlich einen Cut. Um ganz ehrlich zu sein, würde man den eigentlich mit einem Stich nähen. Aber da jetzt hier in der Walachei heute Abend noch jemand zu suchen, naja. Also machen wir das jetzt so gut, wie wir das hinbekommen können. Das größte Problem wird Lecken sein. Ich glaube, wir müssen gleich ein T-Shirt einziehen, weil eine Halskrause werden wir jetzt auch nicht haben. Ja. Einfach so ein langes T-Shirt. Okay. Und Zellas irgendwie Hunde-Dingsbums, da haben wir jetzt auch nicht dabei, diese Decke da. Ne? Welches T-Shirt wird sie reinpassen? Eins von dir wahrscheinlich sogar. Meins, ja. Ich kann gleich mal gucken. Ja. Nur mal ein T-Shirt. So, ich glaube, die Zella hat für heute einfach die Hundeschnauze voll. Wir haben sie jetzt verbunden und haben ihr ein T-Shirt angezogen, dass sie nicht so leckt. Und ich glaube, jetzt erholt sie sich erstmal von dem Schreck. Und wir haben, glaube ich, mega Glück gehabt. Alles ist gut. Und ich hoffe, ihr geht's bald wieder besser. Genau, bald geht's ihr wieder besser, oder Lotti? Mhm. Hoffe ich. Guten Morgen. Wir haben einen traumhaften Stellplatz gefunden. Und zwar an einem Seitenarm von der Donau. Unmittelbar an der Grenze zur Slowakei und auch nicht weit nach Österreich. Ist keine Menschenseele. Heute Morgen sind mal zwei Angler recht früh mit einem Boot vorbeigekommen, aber sonst ist es hier super ruhig. Den Platz haben wir gefunden über Park for Night und dort ist der als Offroad Stellplatz gekennzeichnet. Wir sind dann noch ein bisschen weiter hier in die Wälder reingefahren und entlang dieses Flussseitenarms, bis wir hier einen wirklich top Platz gefunden haben. Hinter mir steht Hugo mit dem Dachzelt in Richtung Fluss. Besser geht's eigentlich nicht.